Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier gemeinsam mit dem lieben Erik. Und wir sprechen jetzt darüber, warum funktionieren diese ganzen Anfängersachen einfach nicht mehr. Was meinen wir mit Anfängersachen? Das sind die Klassiker wie, ja, lerne jetzt, wie du ein Online-Business aufbaust für nur 79 Euro. Oder kaufe jetzt den besten Kaffee der Welt für nur 20 Euro. Ja? Oder einfach die ganzen 0815 Standardanzeigen mit irgendwelchen Shutterstock-Fotos und langweiligen Werbetexten und 0815 Landingpages. Warum funktioniert das Zeug nicht mehr? Weil irgendwann am Anfang hat es ja funktioniert, zumindest zu einem gewissen Teil. Und das hat ganz viele entscheidende Gründe. Und um diese verstehen zu können, gehen wir erstmal auf eine entscheidende Sache ein. Und zwar, Erik, wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Die Marktstufen, genau. Wichtiger Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, erstmal noch Hi von mir, ist, es hat mal funktioniert. Es ist nicht so, dass es noch nie funktioniert hat. Also so, der hat jeder schon mal gesehen und ich denke, die meisten, die angefangen haben, die früher oder später auch selbst mal geschaltet, so eine Anzeige, die 3 Zeilen, hey, jetzt dein Online-Business-Tool oder den XY-Kurs sichern und finanziell frei werden und Online-Geld verdienen und Instagram-Reichweite. All den Schrott haben wir, glaube ich, alle mal irgendwann gemacht oder machen vielleicht gerade noch. Oder irgendwas Ähnliches in die Richtung. Jeder kennt solche Anzeigen. So, warum machen wir die überhaupt? Weil uns irgendwann irgendjemand mal gesagt hat, hey, das funktioniert. Na, natürlich fehlt noch ein bisschen Marktverständnis, ist klar, das kommt mit der Zeit. Aber der Hauptgrund, warum wir das eigentlich machen, ist, es hat irgendwann mal funktioniert und deswegen hat es uns mal irgendjemand in irgendeinem Kurs weitergegeben. Aber warum hat es funktioniert und jetzt nicht mehr? Oder ganz allgemein, warum funktionieren Dinge eine gewisse Zeit lang und dann nicht mehr? Das ist bei allen Sachen so. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt die ein und gleiche Werbeanzeige, die auch jetzt gerade bei uns gut läuft, 5 Jahre lang durchhauen würde. Irgendwann läuft die nicht mehr. Noch irgendwann läuft der gleiche Hook für ein Produkt nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, hey, CBO Mastery, jetzt sichern, du lernst, wie du CBO-Kampagnen schalten kannst. Gute Facebook-Werbung. Der ein und selbe Hook, der jetzt super funktioniert, läuft in 3 Jahren vielleicht nicht mehr. Warum? Und das ist ein Marktstufenthema. Es gibt verschiedene, also es gibt 2 Arten von, sage ich mal, Einteilungen für den Markt. Es gibt Marktstufen und es gibt Awareness-Stufen. Wir gehen jetzt auf Marktstufen ein, so wird es zu komplex. Und was Marktstufen quasi ist, ist, bist du der erste im Markt oder gibt es schon viele andere im Markt? Da gibt es 5 verschiedene Stufen, wo du es einteilen kannst. Wir gehen die immer ganz grob durch, gehe nicht zu tief rein, das ist too much für einen kleinen Podcast. Und Marktstufe 1 ist, hey, du bist der erste im Markt. Du bist der erste, der jemals das Problem anspricht und das anspricht, was du eigentlich lösen willst. Du bist der erste, der dafür eine Lösung gefunden hat. Erster im Markt, einfachste Marktstufe, sagst, hey, ich habe das hier, kauf jetzt und Leute kaufen es, weil du bist der erste, der da ist. Sowas, stell dir vor, du hast das erste Auto aller Zeiten erfunden. Du bist der Erste, der ein Auto erfunden hat. Du kannst sagen, hey, ich habe hier ein Auto, das Ding fährt auf 4 Rädern und bringt dich von A nach B, kauf. Leute kaufen es, bist der Erste. Wenn du der 150. bist, du kannst heute nicht mehr sagen, wenn du jetzt ein, du bringst jetzt ein neues Auto auf den Markt, neue Automarke, kannst du sagen, hey, ich habe ein neues Auto für dich gebaut, kauf mal. Wird nicht passieren, es gibt BMW, es gibt Mercedes, es gibt sonst was, wird nicht passieren. So, warum? Marktstufe ist eine andere, Leute kennen das schon. Na, es gibt 5 verschiedene. Und ein großes Problem, warum solche Sachen nicht mehr funktionieren, ist, weil wir kennen das alle schon. Ein einfaches Beispiel, wie oft siehst du Werbeanzeigen, denkst du dir schon wieder so Schrott und scrollst dann ganz beleidigt weiter oder du schreibst einen bösen Kommentar drunter. Ne? Einfach, und warum denken wir das? Weil wir es schon mal gesehen haben. Irgendwas in die Richtung. Die Marktstufe ist eine völlig andere. Leute schätzen ihre Marktstufe nicht ein. Und wir die einschätzen, können wir gerne mal einen extra Podcast zu machen, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber Stufe 2 ist dann zum Beispiel, hey, du bist der Zweite am Markt. Nicht mehr der Erste, es gab schon jemanden, du bist der Zweite am Markt. Dann schreibst du andere Copy, dann machst du das, was der gesagt hat, dann nur mal krasser zum Beispiel. Das heißt, wenn der Erste sagt, hey, schau mal, kauf jetzt ein Auto, dann sagst du, hey, ich habe hier ein viel cooleres Auto, kauf mal ein viel cooleres Auto, das hat mehr PS, das kostet weniger und hält länger. Marktstufe 2, Leute kaufen es, weil ein neuer Claim, kannst du rausgehen. Stufe 3 ist das, wo die meisten drin sind. Es gibt schon viele, es gibt ganz, ganz viele Leute schon. Das ist Stufe 3. Stufe 4 ist, ey, jeder neue Mechanismus ist schon totgelaufen, du hast alles schon gehört, du denkst, ey, es geht nicht mehr. Und Stufe 5 ist so, der Marktclaim ist tot, du musst einen neuen Markt kreieren.
So, das sind diese 5 Stufen, so grob mal angerissen. Und das größte Problem ist, Leute schätzen ihren Markt einfach völlig falsch ein und denken gar nicht drüber nach, dass es sowas gibt wie Marktstufen. Leute denken, hey, schreib eine Anzeige rein, jetzt meinen Online-Kurs kaufen, 49 Euro und lerne, wie du Online-Geld verdienst. Und die denken, hey, cool, Leute kaufen das, ich halte ja Werbung dafür, das muss ja funktionieren. Aber sie fragen sich nicht, jetzt mal angenommen, ich lese das, würde ich es mir wirklich kaufen? Niemals. Jetzt mal davon abgesehen, dass die meisten Seiten dahinter auch wirklich mir wehtun beim Hinschauen. Aber rein der Claim, würdest du sowas kaufen, wenn du sagst, hey, schau mal, kauf mal 49 Euro Kurs, zeig dir, wie du online Geld verdienst. Das Erste, was du denkst, noch so ein Scam. Und du denkst, oh, meine Fresse, schon wieder sowas. Aber gleichzeitig, die meisten Anfänger schalten genau so einen Scheiß. Warum? Sie denken nicht nach oder haben gar nicht dieses Verständnis für, wie sind Märkte eigentlich aufgebaut. Was du stattdessen machen sollst, statt sowas zu schreiben, überleg dir mal, was haben die in meinem Markt, wenn du zum Beispiel jetzt bist in der Nische Instagram-Reichweite aufbauen. Ja, du willst eine große Social-Media-Reichweite aufbauen und dann deine Instagram-Audience ein bisschen bespaßen. Mhm. Sowas, ne? Gibt's tausende Kurse, es gibt tausende Influencer, die genau solche Angebote inputschen. Pitchen. Putschen, cool. Ne? Und es wird nicht funktionieren. Und das sind vor allem auch die Anzeigen, die ich, glaube ich, fast am öftesten sehe, neben Online-Geld verdienen, ist Instagram-Reichweite aufbauen. Gibt es auch, glaube ich, tausende Ads zu. Und die schreiben alle 1, 2, 3 Zeilen. Hey, jetzt Instagram-Account aufbauen, Reichweite aufbauen, bau Follower organisch auf. Dann gibt es Engagement-Gruppen und so ein Quark. Aber das haben wir alle schon 10.000 Mal gehört. Wir wissen alle genau, es passiert nicht so einfach, deswegen klickt auch keiner drauf. Stattdessen überlegt ihr mir, was haben die Leute in dem Markt Instagram-Reichweite aufbauen alles schon gehört? Und das siehst du im Einfachsten, wenn du auf den Seiten bist, unterwegs bist, die zu dem Thema sind und dann dir die Werbeanzeigen anschaust, die du kriegst. Sei es bei YouTube, sei es bei Facebook, sei es bei Google Display, Google Search, egal wo. Schau dir mal an, was gibt es gerade, was andere Leute machen. Welche Werbeanzeigen laufen gerade bei anderen größeren Leuten? Oder am besten mal für die Seiten durchklicken. Wie sehen die Landingpages aus? Was schreiben die da? Von was sprechen die? Was versprechen die den Leuten? Und dann macht ihr mal eine große Liste. Hey, was kennen die eigentlich alles schon? Wie sehen die Werbeanzeigen aus? Wie sehen die ganzen Versprechen aus? Wie sind die Preispunkte? Wie sind die Angebote in dem Markt? Und dann siehst du grob, okay, ich bin nicht der Erste, wenn du was gefunden hast. Ich bin nicht der Zweite. Und da kannst du so grob für dich schon mal einschätzen, wie du die Marktstufe siehst. Was kennen die schon? Und wenn du den gleichen Scheiß schreibst, wie die 1000 Leute, die es sonst so gibt, wieso zur Hölle sollte deins funktionieren, während der Zeug nicht funktioniert? Das wird nicht passieren, vor allem nicht langfristig. Wir wollen, also es gibt immer Unterschied zwischen Leuten, die wollen sich mal da und da kurz 1000 Euro mitnehmen und Leute wie wir, die versuchen, mit dir zusammen oder für uns selbst, je nachdem, ein Business aufzubauen, was ein Jahr, 2, 3, 5, 10, 15 Jahre am Stück läuft, profitabel ist und Spaß macht. Und nicht wieder, hey, ich brauche da 1000 Euro, ich muss das schon machen, Ein Business, was funktioniert und längerfristig. Und das machst du nicht mit solchen Dingen, hey, jetzt schnell Kurs kaufen, sondern mit einem Angebot, was Leute versteht, Leute da abholt, wo sie gerade gedanklich sind. Was du quasi eigentlich versuchen willst, ist in die gedankliche Konversation, die sie mit sich selbst im Kopf haben, eintreten, sie unterbrechen, von deiner Message überzeugen und dann zum Call to Action bringen, was zu kaufen oder eben sich einzutragen oder was anderes zu machen, je nachdem. Und das machst du nicht mit, hey, 49 Euro Kurs, wie du Instagram-Reichweite aufbaust und reich wirst. Nobody cares. Also wirklich nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber lass es, du verbrennst dir damit nur die Finger. So. Das heißt, stattdessen schau dir an, was der Markt gerade macht. Was gibt es schon? Und schau dir an, was sehen die alle? Und wenn du nicht weißt, wie du das machst, geh auf alle Seiten, die du findest zu dem Thema. Das heißt, gib es bei Google ein und ja, schau dir an, schalte jemand schon Google Search Anzeigen. Google Search Anzeige kennst du, wenn du irgendwas googelst. Und die ersten paar Dinger, die oben aufpoppen, haben ein kleines Anzeige dahinter. Das ist eine Google Search Anzeige. Jemand schaltet bewusst Werbung auf dieses Keyword. Und dann schau dir die Seiten an, schau dir die ganzen Versprechen an, die Überschriften. Ja? Schau dir an, was da draufsteht, die Videos. Oder dann gib die Seiten drauf und dann geh auf Facebook und schau, kriegst du davon Werbeanzeigen? Oder geh auf Instagram, gibt es ganz viele zu dem Thema. Schau dir an, was die anderen machen und überleg dir, wie kannst du da einfach ein Gegenstück zu sein. Einfach eine Art Antipositionierung vielleicht einnehmen. Ne? Und nicht den gleichen Scheiß schreiben wie die meisten anderen. Ohne da jetzt zu tief noch reinzugehen. Nick, was meinst du dazu zu dem Thema? Ja, ein entscheidender Punkt ist auch einfach mal, ich sage immer, das ist der wichtigste Satz für alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Gleiches zieht Gleiches an. Ich sehe das mein Leben lang. Gleiches zieht Gleiches an. Du ziehst Leute an, die so sind wie du, ja, und andere Leute ziehen dich an, die so sind wie du oder so sein wollen wie du oder du willst so sein wie sie. Ja, Gleiches zieht Gleiches einfach an. Und dementsprechend ist es so wichtig und so entscheidend, dass du, Erik hat es gerade schon gesagt, geh in die gedankliche Konversation mit den Leuten, die sie mit sich selber führen. Beobachte dich doch mal in der Konversation, die du mit dir führst, wenn du Werbeanzeigen siehst.
Beobachte dich doch mal, wenn du eine Konversation mit dir führst, wenn du auf einer Landingpage bist, wenn du in einem Webinar drin bist, wenn du dir eine E-Mail durchliest. Und was davon spricht dich an und was davon spricht dich gar nicht an? Und dann kannst du damit mal so einen Reality-Check machen. Bist du eigentlich, also machst du genau das eigentlich auch schon für deine Zielgruppe, beziehungsweise die Menschen, die zu deiner Zielgruppe werden, also die deine Kunden werden sollen, ja? Machst du das schon so oder noch nicht? Weil ganz viele versuchen einfach nur irgendwas zu kopieren. Und kopieren an sich ist nichts Verwerfliches, wenn man es nicht eins zu eins tut, sondern es geht nicht darum zu kopieren, sondern zu modeln. Modeling of Excellence, ja? Schau dir an, was funktioniert schon und wie kannst du das, was funktioniert, für dich übernehmen. Und wenn du etwas findest, was dich anspricht, wenn du etwas findest, was du toll findest, was du geil findest, wo es nach vorne geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ebenfalls Leute wie dich, noch mehr Leute wie dich da draußen gibt, die das ähnlich anziehend, ähnlich ansprechend und cool finden. Und dann überleg doch, wie kannst du diesen Grundrahmen, einfach nur den Rahmen, den Grundframe davon nehmen, und kannst ihn auf dich anpassen, sodass da einfach mehr Sexappeal reinkommt. Mir fällt kein super besseres Wort. Punkt. Mir kommt kein besseres Wort, nee, als wirklich. Das ist 100% genau das. Wirklich diese Punkt, Anziehungskraft zu erzeugen, ja. Einfach, ja, weil die meisten Dinge wirken halt nicht anziehend. Die sind halt langweilig. Ja, die sind halt 0815. Das hat man halt schon gesehen. Hat man schon mal gehört, einfach, ja. Und das ist dann halt der Punkt, wo die Leute dann halt rausgehen. Also, und dann frag dich halt, was kannst du machen und wie, damit es dann halt knallt und nach vorne geht. Und warum wissen Erik und ich, dass es funktioniert oder dass es geht? Naja, weil wir halt jeden Monat selber mindestens 3 bis 5 neue Businesses, eigene, an denen wir beteiligt sind oder die wir selber machen, komplett von null an hochziehen, ja, auf hohe 5-stellige, teilweise auch 6-stellige Umsätze innerhalb von einem Monat. Und jetzt sagst du, ja, Nick, aber ihr habt doch schon Bekanntheit, ihr habt doch schon Liste, ihr habt doch das Geld. Okay, gut, dann hört ihr den anderen Punkt an. Jeden Monat kommen bis zu 300 neue Kunden, also bis zu 300 neue Kunden in unsere kleinen bis großen Programme rein, mit denen wir entweder nur per, sage ich mal, Chat und Kurs oder halt per Live-Calls oder auch 1:1 zusammenarbeiten persönlich, die wir ebenfalls von null Bekanntheit, null Reichweite, noch keinen Funnel gehabt oder nur einen fehlschlagenden Funnel, kein oder schlechtes Angebot, wirklich hier auf die Seite einmal hochziehen, wo sie eine neue Seite haben, die Sexappeal hat, wo sie Werbeanzeigen schreiben, die aus der Masse rausstechen, genau. Sofort, sodass sie auch direkt als Experten und anders wahrgenommen werden und die sofort Leads damit generieren. Nicht alle. Ja, gibt immer noch Leute, klar, natürlich, die bei denen dauert es halt ein bisschen länger oder ein bisschen mehr, aber weil wir einfach diese andere Art und Weise zu denken und Sicht darauf haben. Und das vor allem, weil wir in einen Selbstreflexionsprozess gehen, indem wir uns selber viel angucken und schauen, zieht uns das an, stößt uns das ab, was gefällt uns daran, was gefällt uns daran nicht, und dann überlegen, okay, wie gucken uns dann unsere Sachen an, wie wirkt das auf uns, ja, holen uns Feedback ein, wie wirkt das auf andere, und wenn du Werbung schaltest auf etwas und es konvertiert nicht, das heißt, es kauft niemand, ist das eigentlich schon das direkteste Feedback, was du kriegen kannst, dass die Art und Weise, wie du es machst, so nicht passt. Und die meisten suchen dann wieder nach Fehlern im Außen. Das war nicht die richtige Zielgruppe. Vielleicht ja, war der Preis Landingpage, nicht, andere Headline mal nehmen. Vielleicht war der Preis nicht passend oder sonst, genau. Was. Ja, das kann natürlich sein. Und so Kram. 1-2 Sachen kannst du verändern, aber das wird nicht den großen Effekt machen, sondern die komplette Grundstruktur muss halt einfach stehen. Es ist genau das Gleiche. Ich war jetzt am Wochenende zum Muttertag. Ich weiß nicht, wann ihr das hören werdet, aber Muttertag ist jetzt schon fast eine Woche wieder her, war ich eben bei meiner Familie, dann war ich mit meinem Vater, habe ich mich getroffen, war 3 Stunden mit ihm spazieren. Und mein Vater ist Sanierungstechniker, das heißt, er ist halt viel auf der Baustelle. Und er erzählt mir dann immer wieder halt, sage ich mal, von Leuten, die halt schlampige Arbeit leisten und wie oft es schon vorkam, dass halt bestimmte Baufirmen halt kamen und dann halt so halb angetrunken, da dann halt mal angefangen haben, eine Baustelle halt anzugehen, ne? Und dann angefangen haben, schon den Beton zu setzen und das Dach, im Prinzip die Decke zu setzen und dann das Dach draufzustellen. Und dann kam irgendwann der Ingenieur und Architekt und so weiter, die kamen dann zur Abnahme und sagen dann, hey, Jungs, also die Decke, die ist 3 Zentimeter zu hoch. Ja, so. Und dann müssen die halt komplett, weil die Statik halt einfach nicht passt und dann die Stabilität nicht gegeben ist,
müssen die das Dach wieder runter machen. Die müssen die Decke komplett wieder neu aufflexen und komplett runter machen. Ne? Müssen im Prinzip, eigentlich könnten sie komplett nochmal von vorne anfangen. Ja. Und das ist halt so die Art und Weise, wie viele Leute halt an die Sachen halt nachher rangehen. Und ja. Deshalb gilt es halt, eine neue Art und Weise zu denken und Mentalität aufzubauen ran und auch mehr in diesen eigenen Selbstreflexionsprozess zu gehen und auch wegzugehen von dem Gedanken, dass du über Nacht reich wirst. Das wird halt nicht passieren. Sorry, Mann. Es wird nicht passieren. Du wirst nicht über Nacht reich, okay? Du wirst auch nicht über Nacht, wird alles durch die Decke gehen und passieren. Es wird seine Zeit dauern. Aber weißt du was? Was sind 2, 3, 4 oder sogar 5 Jahre, in denen du ausprobierst. Ich wollte mal nicht cursen hier. Ich wollte nicht diese ganzen Standardworte benennen, ja, wie auf die Schnauze kriegen oder sonst was. Aber es ist doch völlig okay. Warum denn nicht, wenn du danach ein Leben in Freiheit und Erfolg führen kannst? Und dann sagst du, ja, aber Nick, was ist? Nick, wird es wirklich funktionieren? Ich habe schon wieder 10 Euro die Hand gesteckt, da kann doch kein Verkauf mehr. Wird es wirklich funktionieren, Nick? Wird das klappen oder wird es nicht klappen? Ich weiß es nicht. Werde ich dann in 5 Jahren wirklich erfolgreich sein? Ich habe keine Ahnung. Und wenn 6 dauert, dauert 6. Aber wenn du dranbleibst und wenn du, das ist einfach, und dazu machen wir einfach gleich eine neue Folge. Ich will gleich dazu packen. Warte, Gesetz der Anziehung, Universum. Genau. Wenn du Energie, wenn du Fokus, wenn du Bemühungen und Handlungen in eine Richtung steckst, immer und immer wieder, dann wird irgendwann eine Resonanz kommen, okay? Und wenn du mit guten Absichten Gas gibst, coole Sachen machst, dich weiterbildest, immer wieder aufstehst, neu ausprobierst, neu rausschickst, immer wieder neue Möglichkeiten findest, dann wird die Resonanz irgendwann kommen mit dem Erfolg. Hey, pass auf, das funktioniert. Ja, warum weiß ich das? Eine wichtige Sache, die ich mir... Weil ich es wieder bei tausenden Leuten gesehen habe, die wir von null an hochgezogen haben. Ob es damals im Network Marketing war, wo ich über 3000 Vertriebspartner hatte. Ey, ich habe zu den Leuten gehört, die im Kinderzimmer bei Mama und Papa gelebt haben, ja, und dort sich ein eigenes Geschäft aufgebaut haben, um dann die Schule vorzeitig schmeißen zu können, weil ich schon mehr Geld netto verdient habe als meine Lehrer, ja, die Welt bereist habe und dann hochgezogen habe. Und genau so eine Leute... Egal, ob es Leute waren, die irgendwo in dem übelsten Ranzloch gewohnt haben, ob es Leute waren, die schon irgendwie Eltern hatten, die erfolgreich waren, oder Leute, die schon Erfolg hatten, oder Leute, die 1000 Sachen probiert haben und es nicht geschafft haben. Wenn sie mit Fokus ein und dieselbe Sache verfolgt haben, sich weitergebildet haben, besser wurden und sich immer wieder eine neue Chance gegeben haben, aber gleichzeitig auch geduldig genug waren, dann ist der Erfolg, hat dann irgendwann reingeschäppert. Bei dem einen nach einem halben Jahr, bei dem anderen nach einem, bei dem anderen nach 2 Jahren, beim anderen nach 3. Bei manchen hat es 5 gedauert, bei anderen Leuten, die ich kenne, hat es 10 gedauert. Na und? So ist es halt. Besser als ein Leben in Kompromissen einfach zu führen. Meine Meinung. Kurzer Rant hier am Rande. So sieht's aus. Eine wichtige Sache, die ich vorhin noch mit dazu packen wollte. Ich wollte dich jetzt nicht in deinem Redeflow stören, aber sehr, sehr geil. Ganz einfach, ja. Also eine der, glaube ich, ersten Sachen und wichtigsten Sachen, die wir jedem, der bei uns reinkommt, egal wo das ist, ob das in der Mastermind ist, ob das ein höherpreisiges Coaching ist, scheißegal wo, die erste Sache, die wir Leuten beibringen, sei keine Copycat. So bei fast jedem kann ich dir seine komplette Copy, egal ob das seine Werbetexte, ob das eine Landingpage ist, ob das ein Video ist, auseinandernehmen, kann dir genau sagen, wo welcher Satz herkommt. So, das geht nicht ganz genauso. Wir können mittlerweile an jedem Satz sehen, okay, der ist von dem, der ist von der, das kommt daher, das ist da gemodelt. Und zwar, ja, weil die meisten natürlich, ist auch gar nicht mal so blöd, die sind schon eine Stufe weiter und denken, okay, ich schaue mir an, was funktioniert. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Anschauen, was funktioniert gerade, hat Nico vorhin schon gesagt. Aber nicht kopieren, nicht, ich nehme das und pack das irgendwie so zusammen. Das macht nämlich keinen Sinn. Eine Grundregel im Copywriting, wirklich gute Copy funktioniert genau ein einziges Mal. So, das heißt, da sehe ich immer direkt, okay, pass auf, der hat das von dem, der hat das von dem, der hat das von dem. Erste Regel bei uns, sei keine Copycat. Was wir eigentlich wollen, deswegen auch Gleiches zieh Gleiches an, das ist der wichtige Input dahinter, ist, wenn du dir anschaust, was machen andere, was funktioniert gut, welche Claims gibt es schon, was kennt der Markt schon. Und dann überleg dir, okay, wenn du rausgeholt hast, was funktioniert gerade, überleg dir, wie würdest du es sagen? Und nicht so, wie die es geschrieben haben, ist es scheißegal erstmal, ob die nicht genauso geil ist, die Copy. Das ist vollkommen okay. Du musst es irgendwann mal lernen. Und du lernst es, indem du Sachen anschaust, die gut funktionieren und versuchst, die in deiner Art und Weise zu formulieren. Wenn irgendjemand einen hammergeilen Satz geschrieben hat, wie er jetzt halt irgendwie Facebook jetzt schalten würde, versuch ihn in deinen eigenen Worten wiederzugeben. Wie würdest du es einem guten Kumpel erklären? Und nicht mit denselben Worten wie er. Und so kannst du solche Messages nehmen, die gut funktionieren schon mit anderen Leuten und auf dich anpassen. Wie würdest du es sagen? Sei keine Copycat, schau dir an, was funktioniert.
und passe auf dich an mit deinen eigenen Worten und werde deine eigene, sag ich mal, jetzt habe ich nicht, das richtige Wort nicht parat, ich muss es anders formulieren, nicht kopieren, weil Leute sehen das. Das sehe ich jetzt auch, wer hat von wem abgeschrieben. Das sehen wir ganz genau. Das sehen andere auch, wenn wir das machen würden. Ne? Und das wirft kein gutes Licht auf dich. Hab deinen eigenen Stil, Sachen zu formulieren, deinen eigenen Stil, Sachen zu bauen, zu sagen, zu verkaufen, Seiten zu bauen. Und dein eigener Stil, den erkennen Leute irgendwann wieder, bis genau, okay, das ist cool. Eine wichtige Sache, wenn Leute bei dir einmal was kaufen und finden es cool, wiedererkennen deinen Stil mit einer anderen, wir wissen sie automatisch unter Bewusstsein, nämlich quasi merkt so Sachen und verbindet es mit guten, sag ich mal, Emotionen, Erlebnissen. Die wissen, aber die haben schon mal was mitgenommen. Stimmt, das war eine geile Sache. Komm, das ist es wert. So hast du deinen eigenen Stil, dass dein ganzes Business auf Dauer durchzieht. Deswegen macht es keinen Sinn, Sachen zu kopieren. Schau dir gerne an, was andere machen. Schau dir den Markt an. Was gibt es alles schon? Was machen andere? Und dann nimm diese Sachen und versuch selbst zu formulieren auf deine eigene Art und Weise. Und dann hast du wirklich ein sehr gutes Fundament. Gut, an der Stelle wechseln wir jetzt gleich zum nächsten Thema in der nächsten Folge, im nächsten Video. Wie gesagt, unten findest du die Links zur CBO Mastery, um Facebook-Ads schalten zu lernen, wie Profis und auch zu skalieren. Und natürlich auch die Möglichkeit, mit uns ein Gespräch zu buchen, um nachher wirklich genau das umsetzen zu können mit uns an deiner Seite als Hilfe. Genau. Das war's von mir, dein Nick und dein Erik. Mach's gut. Bis dann, ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.